Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teaser-Reaction-Video. Ich bin verschnupft und Heuschnupfen und bla und Praktikum. Und da komme ich nach Hause und mach den Rechner an und was sehe ich? Einen Comic mit dem Titel Aufstieg. Und da einen Tarik. Das heißt, nach diesem kleinen Teaser, den wir das letzte Mal uns schon angeguckt hatten, wo er sein Juwel von der Stirn oder so wegwirft und es schon um den Aufstieg geht, geht es jetzt weiter mit dem Aufstieg und holy moly, ich bin richtig gehypt. Und diese letzte Teaser-Reaction hat euch ja auch gefallen. Mit Aurelion Sol. Und diese ganze Targon-Lore gefällt mir wahnsinnig gut. Und ich bin richtig gehypt, Leute. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. So, also, fangen wir jetzt damit an mit dem ganzen tollen Comic hier. 12 Seiten hat das Ganze anscheinend. Seht ihr hier? Ich habe noch nicht reingeschaut und holy moly. Der Tarik wirft da irgendwie seine Rüstung ab, er behält noch seinen Mantel und stoppt hier auf den Targon zu. Alles klar, kann ich das auch einfach nur mit den Pfeiltasten? Na gut, ich muss einmal wahrscheinlich reinklicken. Okay, ein Juwel. Sein Hammer. Ach, sein Schild, sein Schild, der im Schnee steckt, sein Hammer, der im Schnee steckt. Manche haben mir gesagt, dass er vielleicht seinen Hammer verliert, also da haben sie getippt. Und da steigt er auf und hier, er lässt seinen Hammer. Und da steht der Targon. Er lässt seinen Hammer tatsächlich hier hinter sich und sein Schild wahrscheinlich dann auch, der hier im Schnee steckt. Und beginnt jetzt seinen Aufstieg. Und versucht hier aufzusteigen. Hier sieht er schon eine Hand, die da reinsteckt. Und weil wir wissen ja, dass der Aufstieg zum Targon eigentlich übel... Das ist bekloppt, da stirbt eigentlich fast alle dabei. Warum wagst du den Aufstieg? Und hier, was ist das? Das ist ein Helm? Das ist wieder der Helm, Bro. Ich finde es ein bisschen, die Ansicht ein bisschen komisch. Ist klar. Willst du Abbitte leisten? Und dem ist hier trotzdem bitterlich kalt, ja. Aber er hält immer einen blauen Ring mit einem Juwel. Also die Gems sind vielleicht nicht ganz weg. Der Berg wird dich nicht akzeptieren. Ja, der Stil gefällt mir. Oh, was ist das denn? Wir wissen, wer du bist. Irgendwelche Geister? Irgendein Speer? Ist das hier Pantheons Speer? Der irgendeinen Geist ersperrt hat. Oh, hier noch mehr Geister. Du hast deinen Schwur gebrochen. Warte mal, wir wissen, wer du bist. Welchen Schwur? Was hat... Alter, Leute. Oh, was sind das hier für... Was geht hier weiter? Und was hat er hier? Hat er jetzt was Neues? Das ist ein Ring. Aber was... Seine Rüstung, die er abgeworfen hat, oder was? Und das hier ist doch so, das sieht so ein bisschen... Erinnert mich irgendwie an das Tag. Ich weiß es nicht. Und immer wieder wird aber auf seinen Ring Also ständig haben wir seinen Ring im Fokus. Warum machst du weiter? Dein Versagen ist sicher. Jetzt klettert er hier übel krass hoch an den steilen Wänden. Erlösung findest du nur im Tod. Und die Geister wollen ihn hier haben und essen. Schon wieder seine Hand. Wir sehen hier tausendmal seine Hand mit dem Ring drauf. Und hier nochmal seine... Wird seine Hand gerade zerquetscht? Oder fällt er gerade? Lass los! Die Geister wollen ihn. Die wollen ihn hart. Er hat seine Hand da reingesteckt. Aber um sich festzuhalten. Aber und die Geister, die wollen ihn halt echt heftig hart. Was ist das? Er zieht da was raus? Sein Ring? Verliert er seinen Ring gerade? Warte mal, sein Ring ist da an der Hand dran. Und jetzt zieht er die Hand raus. Und der Ring ist ab. Hat er seinen Finger damit verloren? Guck mal, der hat auf einmal... Der hat hier doch nur noch 4 Finger. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Ein normaler Mensch hat auch 4 Finger. Ich bin krank. er verliert seinen Ring. Den hat er die ganze Zeit noch behalten. Den Ring mit dem Juwelen. Und der ist ihm anscheinend auch wichtig. Du bist einer von uns. Warum denn einer von ihnen? Oh, jetzt haben sie ihn. Ein Schwurbrecher. Nein! Und jetzt tritt er den Geist weg. Diesmal nicht. Diesmal ist es anders. Wieso diesmal? Alter, Leute. Riot macht es mittlerweile so gut mit den Lores. Alles nur Lüge, Demacianer. Also ist Tarik jetzt ein Demacianer? Hier oben gibt es keine Ehre. Und wer sitzt da und säuft sich ein? Ist es ein Rakon? Hier oben findest du nur den Tod. Was soll ich tun? Wie heißen doch Rakon, ne? Der Stamm, von dem Pantheon eigentlich kommt und Leona auch. Mummel dich
in deinen warmen Umhang ein, bevor deine hübschen Hände sich schwarz färben. Alles klar, ein bisschen warme Bruder-Action vielleicht hier oben auf dem Berg, damit es warm wird. Tu, was die Marsianer am besten können. Davonlaufen. Alles klar, der mag die Marsianer nicht so. Tarek denkt so, yo. Und deine Axt? Lol, der wollte Tarek. Nein, das liegt hinter mir. Hat er sein... Wow, der ist der richtige Samariter, ey. Der gibt seinen Mantel jetzt dem Typen, der da am Affrieren ist. Was tust du da? Das wird dich auch nicht erlösen. Ich weiß nicht. Aber ich verspreche, dass ich niemals aufgeben werde. Jetzt hat er alles verloren. Warte mal, das da ist erst der Taron und jetzt hat er hier so ein krasses Ding. Und hier geht's ab. Und hier ist Ende. Was? Aber ich dachte, der Aufstieg. Und jetzt geht's richtig zur Sache mit dem Aufstieg. Alter! Warum? Riot! Ah, tut das nicht mit mir! Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht und was passiert und was nun. Oh Mann, jetzt bin ich richtig gehypt des Tarek Rework, ja? Wirklich. Die machen das so gut mit den Teasern, das gefällt mir richtig gut. Für jemanden wie mich, der so übel auf League of Legends Lore steht und generell auf Lore und diese ganze mit den Teasern, hier so ein kurzer Videoclip, dann hier mal irgendein Bild, dann jetzt dieser Comic und so. Oh, so gut. Finde ich richtig gut. Wie findet ihr das, Leute? Ich stehe darauf. Richtig krass, Mann. Alter. Holy. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Das war es quasi mit der Live-Reaction. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. So, jetzt noch ein ganz kurzer Einwurf. Das, was ihr hier seht, ist das neue Tarek Splasher. Das habe ich jetzt erst im Nachhinein gesehen. Wollte das aber jetzt noch mindestens in das Video reinbringen. Und man sieht hier auch seine Waffe. Und es wurde von Reaver, also Riot Reaver, dazu gesagt, dass es ein dreizackiger Morgenstern ist, was er hier hält. Also wir sehen hier so einen Zacken angedeutet und dann, ja, können wir uns vorstellen, wo die anderen Zacken sind. Also, ja, wir sehen hier so diesen einen Zacken, ne? Und dann da unten, könnt ihr euch das vorstellen. Und das, was runtergefallen ist, er hat ja seinen Ring verloren, ja? Der Ring ist ja runtergefallen und das war das, was wir in dem vorherigen Teaser Downfall gesehen haben. Und jetzt sehen wir hier noch diese Magie da in seiner Hand und dass er da seine Kristalle, seine Gems irgendwie trotzdem schweben lässt. Und ja, er heißt jetzt Shield of Valoran und hat ein neues Splasher und sieht ziemlich handsome aus. Und ja, ich bin wahnsinnig gehypt. Ich hoffe, ihr seid auch gehypt. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls es so ist, lasst mir noch einen Daumen oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und ich sage, bis dahin.